Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic Imperialer Agent. Beziehungsweise scharfer, 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 scharfer Scharfschütze. Ich bin jetzt hier gerade auf CZ108. Warum bist du auf CZ108? Ganz einfach. Ich habe mir jetzt ein Makrofängnis besorgt, denn ich habe herausgefunden, dass es hier ein kleines Secret gibt. Gibt ja auch einen lustigen Bug, und zwar wenn man hier runterspringt. Das kann ich euch später mal zeigen. Da kann man kann hier runterspringen und hier wirklich die ganze Karte ja mal erkunden. Also man kann hier wirklich hier einmal hier komplett hier durch die ganze Karte rennen. Das ist so krass. Bringt aber eigentlich nichts. Aber es bringt nichts Besonderes und es ist ein Bug. Ja. Ja, ich zeige euch das Secret. Eine kleine Info noch. Ich habe gerade eben schon eine Folge aufgenommen. Da wollte ich das die Rishi-Datacons machen. Um euch die auch mal zu zeigen. Nur leider war natürlich, musste dafür solche Gegner besiegen. Und natürlich, bei meinem Glück natürlich, waren sie nicht da. Auch nicht in der PvP-Instanz. Fickt euch doch alle. Mann, darf ich mal einmal was zeigen oder geht's nicht, weil der erste Gegner, der war da, zwar nicht in der PvE, aber in der PvP-Instanz. Und der zweite, der war schon nicht da, und der dritte war auch nicht da. In beiden Instanzen. So. Okay, jetzt fertig mit dem Gelaber, jetzt geht's los. Ups, das wollte ich gerade gar nicht. Erstmal hier, ich zeig's euch erstmal, hier auf dem Tisch liegt sowas. Kleines, hier ist natürlich noch nicht alles. Hier geht's natürlich richtig viel, es wird wahrscheinlich auch eine ganze Folge werden. Habe ich gerade Kisten dabei? Genau, jetzt hier Kommunikation. Hier erstellt sich auch nämlich automatisch eine Quest. Ihr braucht den Ruf Freund bei Waffensicherungskorps, also von dem Rufsystem hier, von CZ108. Hier stellt sich automatisch eine Quest, sobald ihr das hier macht. Und ja. Wo war ich jetzt gerade in den Kisten? Genau. Ne, ich habe keine Kisten dabei. Muss ich leider welche holen. Hier seht ihr auch schon dieses eine Teil hier von. Dings will ich jetzt nicht anklicken, weil ich finde nicht, dass es gleich, wenn das neue dann weg ist, ich das wieder normal holen muss. Egal, hier ist noch Rohstoff. Wusste ich gar nicht. So, dann geht ihr hier unten hin. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Rap-Seite genauso ist. Auf der Rap-Seite müsste, glaube ich, spiegelverkehrt hier alles aufgebaut sein. Scannt das hier. So. Habt ihr 2 von 8? Kannst du das einmal ganz kurz mal durchlesen? Du hast mit einem Makrofänger eine interessante Nachricht auf einem Checker Datenpad entdeckt. Suche weitere ähnliche Nachrichten, während du CZ108 erkundest. So, das nächste Datenpad. Das ist leider schon ein bisschen schwieriger zu kriegen. Aber keine Angst, sind alle möglich. Ist auch nicht total schwer. Also, es gibt natürlich hier deutlich schwerere Sachen in dem Spiel. Also, das hier ist nicht das Schwerste. Die ersten zwei, die sind popel einfach. Da dürfte keiner Probleme. Wäre ich in die Webseite noch gewöhnt. Da kann ich, glaube ich, auch keiner behindern. Da kann ich auch keiner was wegnehmen. So, jetzt, boah, ich habe schon so lange nicht mehr auf dem Scharfschützen gespielt. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall noch an meine Lieblingsattacke. Die habe ich nicht vergessen. Vielleicht bloß, dass ich die vergessen hätte. Aber nach 56 ist hier das Maximallevel. Ach so. Jetzt war ich das auch nicht mehr. Was kann ich euch vielleicht auch nochmal zeigen? Vielleicht haben wir am Ende der Folge noch Zeit, dann zeige ich euch den mal. Aber er geht hier nicht nur hier, sondern er geht auf einen Planeten, wo man irgendwie irgendwo runterfallen kann. Also wo man hier irgendwie ins Nichts fallen kann. Da geht er überall. Hier, das ist eine Idee. Außer in der Festung, da geht es nicht, wo man da war, am Anfang spawnt. Man irgendwie die Festung wieder neu betritt, dann wollte man immer anfangen. Deswegen geht es da nicht so gut hier. Die Daily ist nämlich jetzt natürlich gerade nicht mit. Dann geht ihr hier rauf. Genau, und habt ihr dann das nächste Teil. Der Makrofern ist da. Jetzt geht das dann so. So. Das nächste, das ist leider schon etwas schwieriger. Der fordert doch unbedingt einen Heiler-Gefährten oder halt einen Gefährten, der stark ist. Oder halt, ihr schafft es, hier vorbeizukommen. Oder hat jemand Tarnung oder sowas. Dann könnt ihr, als Attentäter könnt ihr den hier betäuben. Aber als andere Klasse zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es auch als Schmuggler oder was geht, als, ich weiß nicht, Sabo oder, ich ein Agent der Sabo. Nee, Quatsch. Was doch, als imperialer Agent der Saboteur. Da würde es gehen. Oder halt als Schmuggler der Schurke.
Ich weiß nicht, ob die so eine Fähigkeit haben wie der Attentäter. Oder hat der Jedi Schatten? Dann scannt ihr das Teil. Das war jetzt schon ein bisschen schwieriger, habt ihr gesehen, mit ein paar Gegnern. Dann geht es weiter. Hier lang. Wollte ich grad gar nicht. Ich hab nur alle richtig im Kopf. Jetzt, wenn ich vergesse, wäre das echt peinlich. So, dann. Oh, ich hab ihn noch gar nicht freigeschaltet. Bis er sich nicht automatisch freischalten, egal. Dann geht ihr hier hoch ins Frachtlager oder halt runter, halt je nachdem, wie ihr das sagen wollt. Dann, wo war der nächste? Hier unten, glaube ich. Ja, ach, fick. Oh, ich hasse ihn. Ich muss echt mal öfters mit dem Charakter, den ich gleich verspielen. Immerhin freue ich mich, dass ich euch wieder ein paar Folgen geben kann. Wenn sie jetzt nicht die spannendsten Folgen sind. Wir haben am Ende der Folge noch eine Kiste aufmachen. Mitnehmen. So, da ist das nächste. Das heißt, hier nimmt das Makrofernglas. So, 5. Jetzt muss ich ganz kurz mal schauen. Okay, eins weiß ich jetzt gerade auch noch. Den Rest muss ich jetzt gleich mal gucken. Ich hab's natürlich auch nicht genau im Kopf gesehen. Oh, fick dich. Oh, fuck. Mir geht schon, dass nichts wird. Nämlich hier, aber ich muss jetzt sogar kurz mal hier rein. Oh, mit diesem Angespringen, ey. Wenn ihr euch hier die ganzen Gegner verfolgen, dann macht ihr einfach folgendes. Fahrt hier rein, stellt euch hinter die Wand. Verfolgen euch alle Gegner. Jetzt fährt euch hier hinter. Wenn ihr Glück habt, ich habe gerade Pech gehabt. Jetzt kämpft nämlich der Droide gegen die ganzen Gegner. Aber es ist auch nicht so schlimm, dass wir jetzt Pech gehabt haben, weil wir spawnen ja wieder hier. Free to play würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, eine Sonde zu verwenden. Das ist Verschwendung. Bäh. Man ist so viel Gegner ziehen. Ach, fick dich. Zeig ich euch gleich nochmal, wie man geile, was für eine geile Abkürzung es hier gibt. Das sind Tricks hier, um nicht alle Gegner besiegen zu müssen. Natürlich kriegt ihr kein Blut und keine Erfahrung und auch keine Credits. Komm mal her, bitte. Komm mal her, komm mal her. Oh, ich muss schießen, ey. Jetzt hier einfach mal reingehen. Das hilft mir der schöne Droide mit. So, jetzt könnten wir uns einfach hier hinstellen und das Ding da drauf scannen. So, und jetzt weitere muss ich ganz kurz mal gucken, wo die restlichen zwei sind. Da stelle ich mich aber mal an die Basis, bevor ich die Gegner respawnen. Ich hoffe mal, dass ich keins nebenbei vergessen habe. Okay, dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe nachgeguckt, wo die letzten zwei sind. Hier ist übrigens der Boss, den kann man übrigens auch alleine schaffen, wenn ihr einen Heiler-Gefährten habt. Dann könnt ihr den Boss auch alleine solo schaffen. Oh, scheiß Kiste, ey. Und am besten nicht Shriek, sondern irgendeinen anderen Gefährten. Wir springen einfach im Knights of the Fallen Empire oder halt euer Story-Gefährten, wenn ihr noch nicht angefangen habt, Knights of the Fallen Empire. Total Banane, Hauptsache nicht Streak. Ich weiß nicht, ob HK geht. Genau hier war das, glaube ich. Hoffentlich. Ah, ne, da. Da haben wir dann das 7. Das letzte, das habe ich mir eigentlich schon fast gedacht, wo das ist. Und zwar ist es jetzt hier natürlich auf der Rap-Seite. Also hier kommen die Reps oben raus. Ich stelle euch am besten hier zu den Kisten. Hoffentlich stimmt das jetzt hier auch.
Das liegt eigentlich da. Genau. Na, wie sieht's an? Hier gerade oben ist ein Postzeichen. Seht ihr das? So ein Briefkasten. Hier ist noch die Kisten rum. Nee, doch nicht. Fuck, das war die falsche Attacke. Und ich habe meinen Timer nicht fortgesetzt. Wunderbar. Super. Oh, scheiß Tablet, ey. Oh, ich bin wirklich schon bei 8 Minuten. Geil. Was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Kommt so vor, als ob ich hier gerade 3 Minuten unterwegs bin. Oder ist jetzt noch der Timer von letztes Mal? Hoffentlich nicht. Kann aber auch sein, dass der Timer vom letzten Mal auch ist, von der Ebenenaufnahme. So, jetzt haben wir 8 von 8. Kriegen wir den WLAN des Themen-Daten. Ruftrophäe für Valorfdien als Entwicklereingabe. Blablabla, Einwege. Und hier den CZW4 Beobachter, der ans Vermächtnis gebunden wird. Und ich finde, dieser Druide sieht irgendwie, der hat was, finde ich. Auf jeden Fall braucht ihr das Makrofang das für. Habe ich mir vorhin übrigens auch geholt, nicht wundern. Hol auch mal das kleine Vieh raus. Ja? Ja. Gefällt mir. Kleiner Mini-Roboter. Ist natürlich mindestens Rise of the Hard-Kartell haben, um hier durchzukommen, weil es sind alle 55er Gegner. Denkt man mittlerweile hat das jeder. Ja, was mache ich denn jetzt noch? Den Bug zeigen? Ja. Oh, ich bin immer an Rap-Seite gewöhnt, weil auf Rap-Seite, ich habe ja letztens einen Rap-Charakter durchgespielt, fast dunkel gegen Hell Event. Da muss ich mich ja mal jetzt hierhin teleportieren, weil ich ja hier ein bisschen Erfahrung gefarmt habe. Hier kriegt man ja relativ viel Erfahrung. Dann zeige ich euch jetzt mal den Bug. Die Folge kann wieder etwas länger gehen. Und am Ende müssen auch noch die Kisten aufgemacht werden. Obwohl, ich hole mir schnell welche. Moment, da kann ich die nebenbei aufmachen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Die Kisten sind auch da. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, wie ihr hier ganz da unten könnt. Hier drauf könnt ihr nicht, weil das hier ist nämlich gar nicht existent. Das ist bloß angezeigt. Wenn ihr darauf springt, dann fällt ihr da durch. Das habe ich mal ausprobiert. Indem ich mal mich über den Bug hier rauf gekommen bin und dann von da aus dann hier runter gesprungen bin, ich aber durchgefallen und lag dann auch tot auf dem Boden rum. Natürlich könnt ihr nicht einfach so hier runter springen. Das würde erstens zu tief sein, dann würdet ihr von der Höhe her sterben und zweitens werdet ihr gleich sehen. Also ich springe jetzt mal hier so runter. Ihr seht, da passiert einfach das hier. Ich kriege einen schwarzen Bildschirm und bin wieder hier. So, dies umgehen wir jetzt. Ich denke, die meisten kennen den Trick schon. Also stellt ihr euch hier so hin, springt hier rauf, macht euch bereit, öffnet das Festungsfenster, haltet die Maus auf Reisen, drückt doch nach vorne und sobald der schwarze Bildschirm kommt, drückt auf Reisen. Und dann seid ihr in eurer Festung, seid ihr auf eurer Festung hier so angekommen. Klickt ihr unten bei der Karte auf Bereich verlassen oder klickt halt hier drauf und seht dann zurück zu CZ108. Das geht auch auf anderen Planeten, dann müsst ihr das gleiche machen. Habe ich aber vorhin auch schon mal erzählt. Dann warte ich wieder den Ladebildschirm an. So, komm, lad fertig. Ich werde jetzt extra nochmal am Ladebildschirm beginnen. Bis ihr auch seht, dass es funktioniert. Und zack, wir sind hier unten. Und ihr seht, hier drauf landen wir nicht, weil das nämlich durch, da fällt man nämlich wirklich durch. Jetzt könnt ihr euch einen Gleiter rausholen. Erstmal machen wir, würde ich sagen, erstmal eine Kiste auf. Ja. Militärausrüstung, ja, das gefällt mir. Stiefel ist jetzt ein arkanischen Soldaten. Der Gefährte hier rum. Einzige Dumme ist halt, der Gefährte backt hier natürlich rum, weil... Ja. Hier kann man normalerweise gar nicht hin. So. Da kann man halt hier so ein bisschen, ja, rumfliegen, rumfahren. Wie man Lust hat. Man kann auch hier gerne mal der Bahn folgen. Man kann hier auf der Karte schauen. Man kann sogar aus der Karte rausfliegen, nur dann fällt man irgendwann raus und stirbt. Und dann hört einfach irgendwann der Boden auf. Das sieht extrem komisch aus. Seht so, jetzt könnt ihr mal sehen, wie CZ108 von hier aussieht. Von hier unten. Und ihr seht, es funktioniert wirklich. Und hier sieht man auch wirklich mal, wo diese Bahn hier hinführt. Die führt nämlich hier irgendwo rein. Jetzt bestimmt der Flashpoint. Ich weiß gar nicht, ob jetzt hier wirklich die Instanz zum Flashpoint ist. Wir können ja gerne mal hier so lang fliegen.
und nachher auch mal aus der Karte rausfallen. Können wir mal hier so gucken, was hier so alles los ist. Und so könnt ihr zum Beispiel Sachen entdecken, die ihr sonst nicht entdecken könntet. Das geht doch auf Nasha da oder Markep ist es eigentlich auch gehen. Markep hat ja, ist ja auch so aufgebaut. Es gibt bei einem Planeten, wo man irgendwie ins Nichts fallen kann. Dann stirbt automatisch. Ja, ich glaube, das hier ist der Flashpoint Shaker Unternehmenslabore. Das ist der Flashpoint Shaker, wie ist der, Kernschmelze, genau. Sind also alle hier. Interessant. Ich frage mich jetzt eigentlich, ob der jetzt wirklich hier der Flashpoint ist, wirklich ist, oder ob das jetzt einfach bloß hier so aufgebaut ist und in Wirklichkeit ist es gar nicht so. So, ich fahre mal kurz hier rum. Also, da sein tut es auf jeden Fall. Also, es ist hier nicht nur hingeprojiziert, denke ich jetzt mal. Ja. Jetzt haben wir noch eine zweite Kiste auf. Also, wenn ich jetzt nicht jedes Mal 5 Kisten oder sowas öffne, dann habe ich echt Probleme mit dem Platz. Panzerhandschuhe setzen, furchtwachen Soldaten. Luxus, ey. Scheiße, ey. Wenn ich jetzt nicht jede Folge 5 Kisten öffne, dann habe ich gut noch 50 Folgen oder so, die ich noch machen muss. Alter, ich habe echt Platzprobleme mit den Kisten. Meine ganze Frachtrampe, die ist voll mit Kisten, ey. Könnt ihr euch das vorstellen? Nein, könnt ihr nicht. Wenn ihr seht, hier zum Beispiel, hört dann hier ist das zum Beispiel auf. Einfach so ganz doof, sieht natürlich... Hat natürlich hier keine Textur von der Seite, deswegen kann man hier durchschauen. Ja, kann auch gerne nochmal nach da fliegen. Seht, sobald dann hier die Karte aufhört, hört das hier dann auch auf. Manchmal geht es aber hier auch nochmal weiter. Ich hatte zum Beispiel letztens auch noch so was, dass man mal irgendwie weitergehen konnte. Das da ist auch total verbuggt. So, und jetzt zeige ich euch, wie ihr wieder wegkommt. Entweder ihr gebt slash stuck ein, dann sterbt ihr einfach und respawnt. Oder aber, ihr springt da, geht einfach hier an das Ende der Map und fallt einfach runter. Könnt ihr auch sehen, wie die Karte von unten aussieht. Habt den schwarzen Bildschirm und sterbt dann irgendwann. Und seid dann hier wieder hier. Manchmal kann es auch sein, dass sie woanders respawnt, aber... Oh, Eroberer von Sektion X. Oder Sektion X. Ich sag's nur jedes Mal falsch. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Nein, auf gar keinen Fall. Hier, auf gar keinen Fall auf Schrott verkaufen drücken. Das ist ganz wichtig. Obwohl, ich glaube, das geht doch. Aber macht's lieber am besten nicht, weil... Manchmal passiert, dass das Ding mitverkauft wird oder das als wertloser Gegenstand gezählt wird. Oh, scheiße, mein Tablet ist fast alle, ey. Kacke. Egal. Auf jeden Fall, ja, beende ich jetzt hier die Folge. Wie gefällt euch der Bug? Das könnt ihr auch auf jedem Planet machen. Mit demselben Trick, wie ich auch gerade gezeigt habe. Ja, dann beende ich jetzt die Folge. Ja, ey, was ist das für ein Planet? Sieht ziemlich geil aus. Ja, dann beende ich jetzt die Folge. Bis zur nächsten Folge. Hoffentlich machen wir in der nächsten Folge dann auch wirklich entweder der Satakron oder halt dann schon Schlacht um Modesten. Wie gesagt, ich bin im Urlaub in der letzten Folge. Dann bis bald. Ciao.